Und nun noch die letzte der vier Ergänzungskarten aus dem Kartendeck Angelinas 40 mystische Lenormand-Karten. Es geht also um die Ergänzungskarte mit der Nummer 40, die Hand. Hier sehe ich eine ausgestreckte Hand und zwei weitere Hände, die wie ein Greifer daneben sind, es jedoch nicht halten oder fassen können, denn die Hand in der Mitte ist ausgestreckt und frei. Die Klauen des Schicksals oder auch Schuldgefühle, die nach einem greifen wollen. Wenn ich mich zu sehr auf die Schatten konzentriere, lebe ich im Chaos und meiner Schuld. Wenn ich die ausgestreckte Hand wähle, dann befreie ich mich, denn dazu habe ich jetzt die Chance, die mir auch der Schmetterling anzeigt. Ein Schmetterling, der über dem Geschehen fliegt. Die Verwandlung ist schon geschehen oder kann jetzt erfolgen. Die Schatten darunter lösen sich und man kann aufsteigen und sich ebenfalls befreien und das Chaos unter bzw. hinter sich lassen. Dann auch noch das sehende Auge auf der Karte, das alles sieht und alles weiß. Es schaut von oben herab, wie ein Aufpasser, beziehungsweise, dass alles richtig läuft. Es trägt die Verantwortung und bringt die Erfahrung mit. Daraus ergeben sich für mich die folgenden Deutungsmöglichkeiten. Dies ist eine Karte, wenn es darum geht, wer oder was Schuld hat. Oder auch, wo etwas noch im Chaos ist. Angrenzende Karten zeigen, was im Chaos ist oder wem ich die Schuld gebe bzw. wer die Schuld hat. Sie zeigen mir aber auch an, wovon ich mich befreien kann oder was ich loslassen soll. Weiterhin die Verantwortung und Erfahrung, die ich in den Bereichen trage, die mir die angrenzenden Karten zeigen. Als Anzahl steht sie für 3 bis 5, denn ich sehe 3 Hände. Jede Hand hat jedoch 5 Finger, daher 3 bis 5. Von der Zeitaussage gehe ich hier im Regelfall von 5 Tagen aus. Neben Verdopplungskarten sind es eher 5 Wochen. Und neben den dauerhaften Karten oder längeren Zeitaussagen gehe ich von 5 Monaten aus. Gesundheitlich ist man verantwortungsbewusst oder geht mit der Gesundheit eben verantwortungsbewusst um. Man kann sich auch jetzt von einer Krankheit befreien, sie loslassen. Eventuell hat man sich auch viel Verantwortung aufgeladen und trägt zu viel Last mit sich, was zu Verspannungen und Überlastung führen kann. Jedoch bietet die Karte ja auch die Chance, sich jetzt davon zu befreien. Vom Körperaspekt ist es der Rücken und die Schultern, denn hier trage ich die Verantwortung. Aber auch die Arme, Ellenbogen und Hände, da man ja die Hand auf der Karte gut erkennen kann, nehme ich natürlich auch diese Deutung mit zu dieser Karte. Die weiteren Deutungsaussagen findest du, wie schon bereits erwähnt, bei den anderen Karten, natürlich auch in meinem Buch »Kartenlegen ausführlich erklärt«. Noch mehr Deutungsmöglichkeiten. Band 5 zu den Lenormand-Karten.